Unsere Tierpolo-Ausstellung ruht auf zahlreichen Schultern. Und nicht die schmalsten gehören unseren Praktikantinnen und Praktikanten, die uns in der Vorbereitungsphase unterstützt haben. Es handelt sich dabei um Masterstudenten aus dem Fach Kunstgeschichte, die durch die Arbeit an den Objekten ihren ganz eigenen Blick auf Tiepolo und auch auf die in der Ausstellung versammelten Objekte gewonnen haben. Und diesen Blick werden Sie ab jetzt mit Ihnen teilen. Als Auftakt der Würzburger Arbeiten, besonders der Fresken im Kaisersaal, kann als Prälude quasi der Palazzo Labbia am Canale Grande in Venedig betrachtet werden. Dort finden sich erstaunliche Parallelen zu Würzburg, nicht nur im Sujet einer profanen Historienszene, sondern auch in der Arbeitsweise bemerken wir, dass Tiepolo sozusagen seine Generalprobe in Venedig hatte. Wie sehr Tiepolo ein eingespieltes Team nach Würzburg brachte, zeigen diese beiden Blätter, Leihgaben aus Stettin. Darauf lassen sich die Hände der von Vater und von Sohn Tiepolo kaum unterscheiden. Da hätten wir zum Beispiel auf diesem blauen Papier, beispielhaft für Venedig, ein farbiges Papier, diesen wunderbaren Frauenkopf. Er ahmt nach oder nimmt vorweg den Kopf der Kleopatra im Palazzo Labbia. Er hat große Ähnlichkeiten, was für einen Ricordo spräche. Das heißt, eine Merkskizze, die im Nachhinein angefertigt worden ist, um einen ähnlichen Kopf bei einer anderen Arbeit wiederverwenden zu können. Künstlerisches Recycling sozusagen. Aber es gibt auch erstaunliche Abweichungen. Ein Ricordo wäre ja eher eine Arbeit für eine Hilfskraft. Die Abweichungen legen aber eher nahe, dass es sich doch um eine Vorskizze handelt, die natürlich der Meister übernommen hätte. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere in der Halspartie, wie der Kopf nach hinten zurückweicht und wie die Perlen hier ausfallen im Vergleich zum ausgeführten Fresko, ist deutlich unterschiedlich. Das wäre ein Argument für Meister Tiepolo. Vor allem aber ist es auch die Zeichenart an sich, wie die schwarze Kreide über das Papier geführt ist. Mit sicheren Strichen wird hier eine äußerst präsente Frau präsentiert. Aber auch die Schraffur spricht für Meister Tiepolo, denn sie wird hier eingesetzt, wie wir es schon von seiner Lehrzeit her kennen, die er bei Giambattista Piazzetta, einem Venezianermeister, gelernt hat. Diese Schraffuren sind äußerst sparsam, aber dafür sehr wirkungsreich eingesetzt. Wie hier dieser Wange Plastizität verleiht wird, ist geradezu exemplarisch. Passend dazu ist auch die zurückhaltende Art, wie die Weißhöhung verwendet wurde, sodass insgesamt mehr dafür spricht, dass hier tatsächlich der Meister Giovanni Battista Tiepolo dieses Blatt angefertigt hat. Bei dem nächsten Blatt, dem Kopf eines Jünglings, sprechen die Beobachtungen mehr dafür, dass sie vom Sohn angefertigt worden sind. Manche Striche sind etwas zu zaghaft aufgetragen. Und insgesamt ergeben sich und zeigen sich hier in der Halspartie und den Locken eine Zaghaftigkeit, die wir von Giambattista nicht gewöhnt sind. Insgesamt im Vergleich zum präsenten Kopf der Frau ist dieser Jüngling eher flach.
Ich hoffe, dass Sie bald hierher kommen können, um selber die Argumente an den Originalen nachvollziehen können. Vielen Dank.